Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Rätselvideo. Hallo, Sawadika. Bevor wir richtig loslegen, könnt ihr immer noch ein bisschen miträtseln. Von wo in Pattaya hat man diesen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt? Auflösung erfahrt ihr, wenn ihr in diesem Video dranbleibt. Bevor wir richtig einsteigen, möchten wir nochmal ganz herzlichen Dank sagen zu unserem Video von gestern. Viel Interesse, viele gute Kommentare von euch. Wir wissen, wir stehen alle auf einer Seite. Vielen Dank dafür und bleibt weiterhin neugierig. Oh, jetzt wird es Zeit, das Geheimnis zu lüften. Wo sind wir heute? Okay, Präsident. Ganz genau. Wer das Video gestern gesehen hat, hat ja gesehen, dass wir so ein bisschen auf der dritten Straße von Pattaya unterwegs waren. Ja. Und wie ihr uns kennt, nutzen wir natürlich alle Möglichkeiten, die sie uns bieten hier zum Essen. Mhm. Ja, und während wir ja schon vor ein paar Wochen mal ein Video gemacht haben zu dem Thema Essen hier im LK Präsident, hatten wir gestern so spontan beim Essen die Idee gehabt, lass uns doch mal schauen, lass uns doch mal fragen, vielleicht haben die was frei, die Mitarbeiter machen einen netten Eindruck, die sind alle lustig, fragen, wohnt ihr hier oder wohnt ihr nicht hier? Mhm. Und dann ist irgendwie so die Idee entstanden, auch weißt du was, lass uns doch hier was buchen, das macht doch einen guten Eindruck, schon vom letzten Mal. Ja, und schon sind wir heute hier. Ist gut, ne? Einfach spontan. Genau, spontaner Urlaub heute. Das ist das, was wir so mögen. Wenn uns was gefällt, dann bleiben wir gleich da. Pech gehabt für die Leute. Nein, das ist natürlich auch jetzt um diese Zeit natürlich ganz, ganz einfach. Man muss sich hier nicht so viele Gedanken machen, sondern man fragt hier einfach, spricht ein bisschen mit den Leuten und dann war das eigentlich eine relativ spontane, schnelle Entscheidung. Viel Klamotten müssen wir nicht packen. Wichtig, dass wir ein bisschen die Technik und ein bisschen die Ausrüstung dabei haben und dann geht das hier auch schon los. Und wie ihr Mode kennt, hat die uns natürlich wieder ein super Angebot hier rausgesucht. Ja. Wollen wir gleich mal ein bisschen über Geld reden? Ja, interessiert die meisten Leute sowieso als erstes. Also was wir uns hier gebucht haben, nennt sich Suite. Ja. Das heißt, es ist ein riesengroßes Zimmer. Ihr seht es ja auch an den ersten Bildern schon, mit getrennt Wohnzimmer und Schlafzimmer. Und wie das im LK Präsident hier natürlich üblich ist, alles so ein bisschen ältere Möbel, alles so nach so einem etwas älteren Schick, älteren Sachen, aber halt alles noch sehr ordentlich und sehr schön. Sehr sauber, ganz richtig genau. Sehr sauber, wie jemand richtig ganz genau sauber machen. Genau, und das Ganze bekommt man im Moment zum Angebotspreis von 1.800 Thai Baht, wenn man an der Rezeption fragt. Da wir natürlich hier schon Buchungskönige sind, haben wir natürlich über Agoda schon ein bisschen Angebote immer und so weiter. Und die waren auch gar nicht sauer, was wir gesagt haben, naja, 1.800 ist ja nicht schlecht, könnten wir auch über Agoda buchen. Also haben wir gesagt, nö, mach das doch mal ruhig, ist überhaupt kein Problem. Also haben wir dann das Angebot von Agoda gebucht, 1.400 Thai Baht pro Zimmer, pro Nacht. Also da konnte man nicht absagen, das ist recht angenehm und alles zu diesem Preis, was dazugehört. Mhm. Ja, und dann natürlich, ihr kennt ja Mode, die muss natürlich erstmal alles sich hier in Ruhe anschauen. Große Durchsuchungsaktion. Neugierig, jede Sachen. Ja, das hast du wunderbar von deinen thailändischen YouTube-Kolleginnen und Kollegen hier gelernt, aus dem einfachen Grunde, weil die machen das auch immer so. Ja. Aber ihr wisst ja, YouTube mag keine Hotelbewertungsvideos, also machen wir Rätselvideos, ist ja viel besser. Nee, aber hier Leute wirklich sehr, sehr freundlich, extrem zuvorkommend hier, teilweise sogar ein bisschen schämen, weil also plötzlich kümmern sich 10 Leute um euch, weil die sind froh, dass überhaupt mal ein Gast da ist. Mhm. Also das ganze Hotel hier auch so gut wie leer, so wenig Besucher wie die haben, alleine beim Check-in haben die so lange gefummelt an den Sachen, dass die Drucker mal liefen und so weiter. Sah so aus, als wenn sie die ganze Woche hier noch keinen zum Einbuchen hatten. Also lustig, wie gesagt, die Leute sind entspannt, die sind aber auch froh, wenn die ein bisschen was zu tun kriegen hier. Wir sind alleine, oder? Ja, also man merkt das einfach, dass die Routine im Moment komplett weg ist. Ja. Weil ihr habt das Hotel ja gesehen, es gibt ja hier hunderte von Zimmern. Mhm. Der ein oder andere von euch wird sicherlich hier auch schon gewohnt haben mal. Ja. Und wenn dann 20, 50 Leute am Tag einchecken, auschecken, hin und her, Gepäck hier und da und da und da,
dann ist das alles viel professioneller, viel mehr eingespielt. Im Moment ist das alles ein bisschen so, jeder macht da ein bisschen, jeder hier ein bisschen. Unten spielen Kinder von den Angestellten in der Lobby. Irgendwie wie so eine Familie, aber halt eine Chaosfamilie. Also passt doch wunderbar, wenn wir hier spontan dann aufschlagen, ist alle, das noch besser. Alle gerne kummen um uns. Ja, genau so ist es. Wie kann ich? Ja, kann man ruhig, du kannst das ruhig sagen, das Wort. Das ist halt so, dass das Lustige in der Situation hier, überhaupt keinen Stress, alles angenehm, die Leute sehr zufrieden, wenn da jemand kommt. Sehr nette. Ihr habt das ja vielleicht auch in dem Video gesehen, wo wir nur zum Essen hier gewesen sind, da hast du dann plötzlich 20 Bedienstete um dich, die dir was zu essen bringen, was dann teilweise schon ein bisschen peinlich ist, weil du sagst, hey, ich bin doch nichts Besonderes, ich will doch nur hier frühstücken oder wie wir jetzt, wir wollen doch hier nur ein paar Tage bleiben, Jungs, Mädels, locker, entspannt, wir sind ja da. Aber es ist halt einfach schön hier, ihr seht ja auch die Lage natürlich wunderbar. Hier unten die dritte Straße direkt zu Füßen. Säulenlenki. Genau, sag du das lieber. Auf der rechten Seite und dann halt der Blick rüber bis zum Strand von Pattaya. Hinten das Pattaya Sign und so weiter. Ist also wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ja, nach einer gewissen Zeit haben wir dann unser Gepäck auch gekriegt. Ja. Was auch immer die damit gemacht haben, völlig egal. Wichtig, ich habe schon mal die Arbeitsvorbereitung hier. Fange wieder Arbeit. Na, nur vorbereitet. Wir haben Work from Home, nicht Work from Hotel. Du weißt ja, die Chefs sind sehr empfindlich. Und deswegen muss das alles ein bisschen ordentlich sein. Ja, Mot kann ja hier immer noch so ein bisschen rumschauen. Und wir sind hier richtig weit oben natürlich. Und kann man das wirklich sehr, sehr genießen, die Aussicht über Pattaya. Ja, wir sind dann gespannt, wie das heute Abend aussehen wird, weil jetzt am Tag, natürlich, da ist der normale Verkehr, da ist das normale Leben hier. Wir sind mal gespannt, wie das heute nach 21 Uhr aussieht, weil das ist ja der große Einschluss. Und da sind wir sehr gespannt, wie das auf der Straße aussieht. Das werden wir bestimmt für euch auch noch aufnehmen, weil das ist ja natürlich interessant, wie das dann aussieht. Ne? Genau. Ja, wenn hier ein bisschen Geschirr und alle Dinge natürlich... Das ist ja Service Apartments eigentlich, also wirklich ein Hotel, wo man also auch lange Zeit bleiben kann. Ja. Und wir haben uns natürlich auch gleich darüber informiert, was es kosten würde, wenn man länger bleiben möchte. Ja. Auch hier wieder ein bisschen unterschiedlich. Im Moment würde man für 30 Tage bei Agoda 1.100 Thai Baht bezahlen müssen. Fragt man aber jetzt an der Rezeption, lächelt ein bisschen nett durch die Maske. Dann würden sie euch anbieten 800 Thai Baht pro Tag. Allerdings nicht diese große Suite, sondern das kleinste, das günstigste, das Deluxe-Zimmer heißt das halt. Ist nicht so groß, da ist nicht getrennt Schlafzimmer und Wohnzimmer. So, und würde dann also insgesamt für einen Monat 24.000 Thai Baht bezahlen, was natürlich im Moment richtig teuer ist. Yeah. Im Vergleich zu einem Kondo, was man mietet, natürlich auch sehr, sehr, sehr viel teurer. Allerdings ist hier natürlich dann Strom, Wasser und so weiter alles dabei. Man hat eine richtige Küche, man kann hier alles kochen. Ja. Und sogar die Zutaten zum Kochen könnte man unten einkaufen, weil die Küchen und so weiter sind natürlich hier auch alle geschlossen im Moment. Ja. Das ist auch wieder eine skurrile Situation. Du hast als Hotel ein großes Restaurant, eine große Küche mit vielen Angestellten. Gut doch, kann aber man du kochen. Kannst nichts kochen. Aber die Leute könnten unten im vor der Straße quasi, vor dem Hotel, die Sachen von den Leuten vom Hotel kaufen, dann hochtragen und selber kochen in ihrem Zimmer. Ja. Skurriler geht's eigentlich gar nicht, aber das sind halt die heutigen Zeiten. Wie bei uns. Ja, da unten stehen 20 top ausgebildete Köche, Köchinnen, Servicepersonal, haben alles da, aber sie dürfen dir nichts kochen. Das ist doch, oder dürfen wahrscheinlich schon, aber das lohnt sich nicht. Wir sind jetzt hier in dem Hotel den ganzen Tag niemand über den Weg gelaufen. Da waren keine Gäste. Mal sehen, wie heute Abend das Licht aussieht. Das müssen wir mal von außen uns anschauen. Aber im Moment alles ruhig, niemand da. Und so kann man sich das hier schön genießen. Ja. Fang die Pause wieder. Er hat zwei schöne Ecken zum Schlafen, hat wir zwei getrennt. Große Fernseher. Kann man sogar getrennt sein. Ganz genau so ist das. Muss man ja mal genießen hier. Ja, außerdem ist ja natürlich heute auch noch Muttertag. Ja. Bei dem Gedanken gerade, herzlichen Glückwunsch an alle Zuschauerinnen, die Mütter sind. Heute ist Muttertag, ne? Lasst euch von euren Liebsten was schenken. In Thailand wird dieser Muttertag auch richtig gut begangen. Ja. Es ist offizieller Feiertag heute überall. Also Banken sind geschlossen und so weiter.
meine Mutter vielleicht kriegt was von mir. Ja, kannst du ihr gerne was schicken, die freut sich. Wahrscheinlich hat sie nicht dran gedacht. Zumindest hat sie sich Uhrzeit, wo wir das Video hier aufnehmen, noch nicht gemeldet. Eine Blume. Kannst du eine Blume geschickt? Kannst du ihr eine nach Blume? Nach Deutschland. Ja, schick sie per WhatsApp oder Line. Das freut sie dann. Sie ist richtig glücklich, dass die Tochter dran gedacht hat. Nein, das ist natürlich auch der Geburtstag von der ganz großen Chefin hier. Das ist so immer der Tag, wo der Muttertag ist. Und da sind halt die Banken geschlossen. Die großen Firmen werden heute auch Ferien haben. Ja. Genau so ist das. Aber Hotels und so weiter, alles offen, das ist überhaupt kein Problem. Man merkt auch auf den Straßen nichts. Früher, im letzten oder vorletzten Jahr, war das richtig voll gewesen. Da waren auch die Straßen noch geschmückt mit Bildern und mit Blumen und mit vielen Fahnen und so weiter. Jetzt sieht man überhaupt nichts mehr davon. Ähnlich ist es hier wieder. Den großen Swimmingpool wird der ein oder andere, der in dem Hotel schon mal war, auch kennen. Ja. Geschlossen, zu. Nur Anschau. Kann nicht anpassen. Genau, so ist das. Also hier reinzuspringen ist nicht möglich. Hatten wir aber vorher gewusst, da gab es auch keine Diskussion. Wir hatten auch gar keine Schwimmsache mitgebracht. Mhm. Das wussten wir schon gestern, als wir das hier uns angeschaut haben alles. Damit muss man halt so heutzutage halt auch rechnen. Wenn man sowas bucht, muss man immer fragen. Ist nicht die Bösartigkeit der Leute, die hier arbeiten. Die sind froh, wenn sie es anbieten könnten, aber haben auch sich mindestens 20 Mal wieder entschuldigt, dass sie uns das nur zeigen dürfen. Aber das ist halt die Zeit einfach so. Ne? Mhm. Wir sind zufrieden. Wie jeder Zuschauer, der das Hotel kennt, der weiß von der Lage, der weiß, wie man das hier sich anschauen kann, wie zentral das auch liegt. Überall kommt man schön hin. Ja, und wir werden jetzt noch ein paar schöne Tage hier verbringen. Ja. Habt ihr gesehen, das kostet nicht allzu viel. Und dann, warum muss man dann bei sich zu Hause sitzen? Vielleicht können wir das ein oder andere schöne Video aus der Ecke hier aufnehmen. Ihr habt es ja gestern gesehen. Es ist nicht so schlecht hier alles. Und jetzt wird gegessen. Alles, wie gesagt, unten abzuholen. Kann man alles mitbringen, bieten sie alles an. Dürfen es halt nur nicht im eigenen Hotel kochen, dürfen es nicht in der eigenen Küche kochen, sondern müssen es zum Außerhaus-Takeaway-Verkauf vor der Tür anbieten. Die Mitarbeiter können einem echt leid tun. Der Gast nimmt es mit und ist zufrieden. Ja, wir sind auch zufrieden. Das Video ist gleich zu Ende. Ich werde mich ein bisschen in die Ecke legen und schlafen, damit wir Ruhe haben. Ich muss schlafen. Ich muss ruhig. Genau, ganz sei ruhig. Hier ist meine Suite. Mein Mann sensitiv. Er ist nicht sensitiv, er arbeitet viel, damit die Zuschauer jeden Tag ein gutes Video hier haben. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr bei dem Video dabei gewesen seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben, kleinen Kommentar. Wir sagen Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!